Hier sind hier Türen und hier Türen. Die brauchen wir erstmal keine Türen. Und hier sind hier Türen. Okay. Wir können aber unseren Mechanikern noch eine Aufgabe geben, und zwar ein paar Cage Traps zu bauen. C. Nämlich hier. C. Dup, dup, dup. So. So. Cage Traps. Gut. Hier ist alles klar soweit. Was sagt die Munition eigentlich mittlerweile? Stocks? Ammunition? Oh, haben wir sehr viel. Wir haben einen Bronze und einen Bronze und einen Stahlbolzen. Wo sind denn die beiden? Die liegen da irgendwo im Wasser rum. Okay. Schade. Was sagt mein Schmied? Okay, der sagt, die beiden Sachen sind gebaut worden. Sehr gut. Gucken wir uns mal kurz den Schmied an, wie es ihm geschadet hat, dass er jetzt kompetent Hammer Dwarf, Novice Shield User, Dabbling Weaponsmith. Das ist nicht so gut. Na gut, den können wir immer noch besser machen. Smelter's Metal Object. Ja, wir können nämlich jetzt mal, um ihm ein bisschen zu helfen, Iron Crossbow, Copper Crossbow, Bronze, Steel Crossbow. Nein. Sage ich jetzt mal, ich will die beiden Kupferäxte hier geschmolzen haben. Jupp. Und gebe hier unten in der Schmelze, in der Furnace, in der Smeltery, den Befehl, Metallobjekte zu schmelzen, solange welche da sind. So. Wie sieht es mit unseren Crafts aus? Sieht okay aus. Sieht leer aus. Werden an denen hier werden Rockpots gemacht. Okay. Nachher macht ihr dann wieder... Ah, sehr schön. Du, da musst noch gedammt werden, ja. Dann kriegen die gedammten Steine einen Reclaim-Befehl und können dann nach und nach abgeholt werden. Du bist doch beim Leather Backpacks machen. Gut. Die Küche sagt, wir haben immer noch einen Haufen Fleisch. Und wir haben einen Haufen Pots. Okay. Das ist alles, was wir an Pots übrig haben. Der Pot-Stockpile hier ist voll. Sehr schön. Jetzt stehen die Pots wenigstens nicht mehr hier rum. Da macht einer Schießtraining. Finde ich alles gut. Okay, nächste Aufgabe, die ich habe. Ich habe ja gesagt, wir brauchen noch mehr Baracken. So, deswegen gebe ich hier schon mal den Buddelbefehl. So. Escape, Dig, so, Mining. So, diesmal bei einem richtigen Raum. So, die Depot müssen wir jetzt noch mal 8x8,
4x4 Räume unterbringen, solche Räume. Deswegen schneide ich erst einmal hier ein Stück ab. Mit Remove Designation. Ist das breit genug? Nee, ist es nicht. So. Ich mache dann halt einfach nochmal hier eins länger. So, da wird das etwas größer. Und sag jetzt Remove Designation. Einfach erstmal hier. So, das dürfte eigentlich schon reichen. Das sind nämlich 4x4 Räume. 4x4 ist 16, ja. Da das aber zu viel Platz dann da unten ist. Ups. Das war eins zu viel des Guten. So. So ist es besser. Da ist das hier die Trainingshalle für die Speerkämpfer. Und das hier sind dann die Räumlichkeiten. Also kann ich die hier oben mal wegmachen. Oh, ich kann mit M ja das so einstellen. Hier drüben sieht man es. Das ist der Mouse-Query vom DF-Hack, also von dem Zusatztool, was in der Starter-Edition dabei ist. Dass man ein bisschen mehr mit der Maus machen kann. Das habe ich noch gar nicht richtig erklärt. So. So, jetzt brauchen wir nochmal Remove Designation. Das kann ich eigentlich jetzt mal mit der Maus machen. So. Drei Räume. Ein Gang. Nochmal drei Räume. Auf der Seite auch. Ein Gang. Und nochmal drei Räume. So, genau. So, jetzt müssen wir nur hier wieder die Verbindungen reinmachen. Und für das nehme ich mal das Mouse-Query raus. Dann gebe ich noch hier die Gänge in Auftrag. Beziehungsweise, wenn ich es so rum mache, sieht es, glaube ich, besser aus. So und so. Und hier remove ich das Ganze. So und so. Und die hier noch weg, die brauchen wir nicht. 4, 8, 12, 16. Sehr schön. Gut. Das ist die zweite Kaserne. Das zweite, was wir brauchen, ist erstmal wieder auf Mining umschalten. Hier einen Gang. So. So. Machen wir sie mal so lang. So zu unserem... Das ist jetzt unsere neue Shooting Range, unser neuer Schießstand. Der hat dann Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Ziele. Obwohl, wenn wir in der Mitte einfach die Wand da lassen, ein Stück lang. Mit dem hier. So, hier so die Wand da lassen. Haben wir hier einen Schießstand und hier einen Schießstand. Für jedes Schützensquad einen Schießstand mit jeweils 5 Zielen. Ja. Noch ein bisschen länger die Wand. Ups. Gut. Genauso machen wir das Ganze. So, dann haben unsere Miner wieder was zu tun. Deswegen gebe ich meinem Smith, der jetzt keinen Job hat gerade, außer zu trinken, Profession, den...
Labor, den Mining Labor wieder. So. Die beiden Äxte, sind die eingeschmolzen worden? Stocks, Weapons. Ja, sind eingeschmolzen worden. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Metallbarren übrig. Habe ich recht? Jo, zwei Kupferbarren. Sehr gut. Und aus denen machen wir jetzt wieder neue. Battle Axes. So. Das heißt, so können wir langsam ein bisschen den Schmied hochtrainieren. Also den fehlenden Schmied ein bisschen ausgleichen. Sehr schön. Meine beiden Miner sind jetzt fleißig am Minern. Auch gut. Während ich eigentlich darauf warte, dass Winter wird. Und hey, der Burggraben ist schon ziemlich voll. Sehr gut. Deswegen. Nächste Schritte, vor allem weil wir einen Haufen Idlers haben, Floorgrates bauen. So, Gabbro, hauptsächlich Gabbro. Aber ein paar Granitgrates sind auch dazwischen, aber das macht ja nichts. So sehr unterscheidet sich die Farbe nicht. Wenn ich jetzt irgendwelches rotes und gelbes Gestein dazwischen hätte, wäre es ärgerlicher. So. Und dann kriegen nachher gleich noch die Masons wieder einen Auftrag von mir. Die dürfen nämlich noch eine Mauer drumherum ziehen. So. Sehr gut. Eingang, bitte. Wir wollen jetzt nämlich runter. Einen Refuse Stockpile bitte hier. Hin. Gut. Und der nimmt nur Item Types. Ja, das kann er alles mal aufnehmen. Er nimmt keine Schädel. Forbid Schädel, Forbid Bones, Shell Thieves, Horns, Hoofs und Wolves. Also er nimmt nur Körper und er nimmt nur Körperteile auf. Also das, was nicht verrottet ist. Ja, solche Sachen hier. Stray Donkey Skeleton, Skeleton. Alles Skelette. Und den Stockpile hier kann ich jetzt mit X removen. So. Sehr gut. Wasser füllt sich immer mehr. Und wir kriegen immer mehr Masterpieces. Was sagt die Küche? Die Küche sagt, wir haben noch sehr viel Fleisch. Was haben wir denn? Quarry Bush Leaves. Wir haben einen Haufen Tundra-Titan-Tellos. Okay, und einen Haufen Tundra-Titan-Meat. Haben wir denn auch Köche, die Lust haben zu kochen? Ich hoffe es mal. Ja, haben wir. Sehr gut.
Wir brauchen Nahrungsmittel. Und sobald das Trinken unter 500 fällt, gebe ich auch mal wieder dem Braumeister einen Job. Betten. Ist auch so eine Sache. UM. Bett. 18 Stück mal. Bitte.